Hallo schon. Mein Name ist Noel. Mein Name ist Selvin. Und heute ist das nächste Shooting, das ansteht. Und zwar gehen wir zusammen den Longsleeve fotografieren. Das ist so eine kleine Mini-Kollektion, die wir gemacht haben zwischen der letzten Peter Chur und der nächsten, die dann im Sommer kommt, im August. Dass einfach etwas dazwischen auch noch kommt, dass solange nicht wieder nichts ist. Und den gehen wir heute fotografieren. Genau, wir sind gerade am Bahnhof in Oberhütti am Fahrten auf Benny und Lisa. Die kommen jetzt mit dem Zug an und nachher gehen wir die Michel holen. Und dann gehen wir Richtung Zug. Dann gehen wir mal schauen, weil dann haben wir ein paar coole Orte gesehen, die dazu können gut passen können. Genau. Wo auch so ein bisschen das, so ein bisschen grün, ein bisschen bläulich, so ein bisschen gräuliche. Ich denke, das könnte noch geil aussehen. Ja, vor allem auch mit dem modernen Look, der eigentlich zum Design auf dem Rücken vom Longsleeve passt, oder? Und jetzt haben wir auch gerade Glück gehabt, weil es hat genau jetzt aufgehört zu regnen. Bis vorher hat es gerade ultra fest geregnet. Da hinten sieht es auch noch ziemlich grau aus. Aber mal schauen, wir hoffen, dass es nicht voll abschifft. Wenn es Zug ist, ja. Wenn es ein bisschen vorher geregnet hat, wäre es nicht mal schlecht. Also wie jetzt, weil es sieht so geil aus mit den Spiegeln. Es hat so verschiedene so Spiegel oder so, ich weiß nicht, was es ist, so milchiges Glasmäßig. Ja, genau. So ein bisschen bläulich ist. Und wenn jetzt so ein bisschen Tropfen drauf wären, dann wäre vielleicht auch ja, cool, da was am Boden jetzt machen die, oder etwas. Genau, und am Boden hat es auch die Teich. So teichmässige genau. Bereich. Ah, nicht. Wir gehen schauen. Was haben wir jetzt für Zeit? 14:01. Das heisst? Das heisst, die Kinder kommen gerade zu weit. Perfekt. Genau, jetzt ist es aufgeregt. Also, wir sehen uns später. Wir sind gerade angekommen. Zum Shooting-Ort. Kannst du mal ein bisschen umzeigen? Sind wir da? Das sind wir gerade alles am Vorbereiten. Grüner, desto mehr Regen, blau ist nicht so viel und das hellgraue da ist wenig. Gut, dann. Wir sind gerade wieder vom Regen angekommen. Wir haben jetzt schon mal den Trailer ganz gemacht, verschiedene Aufnahmen gemacht. Wir wollen jetzt, dass es ein bisschen abstrakter wird, alles, dass es ein bisschen cinematischer wird, ein bisschen schneller alles. Und jetzt werden wir die Bilder machen. Wir überlegen, ob wir ein Lookbook machen. Wir probieren, wie das rauskommt. Five-Zero made this one. Wir haben es nachher noch schnell die Location gewechselt, bevor ich gesagt habe. Wir haben noch ein paar neue Bilder ausprobiert, um etwas anderes zu reiben. Auch mit der Regie. So wie wir es jetzt sehen, ist es sehr geil rausgekommen. Ja. Jetzt können wir dann ein Eindruck aus und dann genauer an, wie es rausgekommen ist. Ich hoffe, euch hat es gefallen, der Blick wieder hinter die Kulisse sozusagen. Und das nächste Mal sehen wir uns dann im Sommer voraussichtlich. Im August circa, wenn dann der nächste Tag rauskommt. Danke fürs Zuhören.